So, willkommen. Bin hier auch gekleidet wieder mal. Willkommen zu diesem Video, weil eigentlich müsste der noch aus sein. So, wie ihr seht, wir sind heute Trucker, allerdings nicht in ETS, was auch mal noch kommen wird, sondern in BeamNG. Und genau, wir starten jetzt erstmal das Ding und werden uns jetzt erstmal den Anhänger holen. Okay, das wird jetzt etwas schwierig, diesen diesen Wagen zu holen. Scheiße, wie machen wir jetzt das? Ich glaube, das geht nicht. Oh, scheiße. Mann. Warte ganz kurz. So, ich muss hier ganz kurz rausfahren, bevor wir hier starten können. Oh, ich kann diese neuwertigen Autos nicht fahren. Gehen aber gut da. So, hier soll doch genügend Platz sein jetzt. Okay, Leute, ich habe jetzt mal auf Automat geschaltet, dass ich nicht hier immer schalten muss, sonst klicke ich da immer und das findet ihr vielleicht nicht so nice. Wir haben jetzt hier unseren... Mal kurz. Kann es euch gleich zeigen. So, bitte in rückwärts. Ah, das macht automatisch. Okay. Jetzt soll ich nach hinten gucken, ne? Gott, das war knapp. Oh. Okay, einfach durch. Komm, rück. So. Kein Ding für den King, sage ich ja immer. Oh, sind wir ein bisschen zu weit vorne? Oh Gott. Scheiße, warte mal. Kommt gleich alles wieder gut. Warte kurz. Ich weiß auch gar nicht, wie man den ankuppelt jetzt dann gleich. Ah, da automatisch gemacht, oder? Nee, scheiße. Weil ich denke nicht, dass das die Kupplung ist. Linkes Schiff. Also es ist die Kupplung, ja, aber nicht. Oh Gott. Oh. Komm jetzt mit, Alter. Kann doch nicht so schwierig sein hier. Okay, Leute, wisst ihr was? Jeder fängt ja mal klein an. Jetzt muss ich hier noch so umstellen, so. Deswegen wir auch und deswegen fahren wir jetzt los. Wir haben jetzt hier so, keine Ahnung, was sieht das? Oh, nichts passiert. So Röhren oder so, die wir da liefern. Kein Ding natürlich für mich. Ich bin ja schon länger in diesem Business. Ja, gemütlich hier im 9. Gang aller. Ich habe keine Ahnung, wo wir das hinbringen müssen, aber okay, was ist jetzt hier los? Ah, das ist noch eine Tankstelle, aber wir müssen ja nicht tanken, weil unser Tank ist noch voll. Das kam unerwartet jetzt. Och, was. Was ein schöner Tag hier, hä? Okay, wir gehen hier direkt in den Kreisel rein. Oh, wir gehen hier durch. Irgendwie Norte aller. Keine Ahnung, wo wir hingehen eigentlich, aber es passt so. Jetzt müssen wir hier. Steht hier? Ne, wir müssen Norte. Da müssen wir schon mal gerade auf. Müssen wir hier rüber? Ne, ich denke nicht. Auf. Das Haare jucken aber auch, ey. Oh Gott. Okay, aufpassen, hier vorne kommt wieder was. Sind wir für Norte? Okay, nee, da müssen wir auch geradeaus, okay. Ja, chillig hier schön in Italien, Alter. Ja, eigentlich können wir da rein, genau. Würde ein bisschen besser passen. Hier, da ein bisschen mehr Feeling hier mit Lenkrad und alles. Stopp, also okay, nicht für mich. Bin ja Lastwagen. Oh. Das, oh Gott, Alter. Ist ein bisschen kritisch hier. Nichts passiert natürlich, bin ja Profi. Oh, hier nicht mehr überholen, Leute. Ihr wisst, ich habe gerade das Signal und dieses sowieso eine durchgezogene Linie. Die dürfen wir eigentlich nicht überfahren, aber wir müssen halt manchmal vielleicht ganz kurz. Ich darf nicht so extrem lenken dann. Aber es ist immer ganz kritisch halt. Okay, vielleicht sollten wir auch nicht so schnell sein. Wäre vielleicht auch eine Option. So, oh Gott, muss ich jetzt hier hoch oder nicht? Okay, also. Aha, wir haben hier kurz Pause gemacht. Hallo? Oder willst du mich verarschen? Ich hänge fest, hä? Was ist denn jetzt los? Ach so, die Mauer. Hm. Ja, hä? Hallo? Ich komme nicht mehr weg. Was ist das denn? Wir müssen jetzt einfach ganz oft spammen, bis wir da nicht mehr. Oh Gott. Bis wir da nicht mehr drin sind. Irgendwie. Oh, Bruder. Was ist das denn? Oh Mann. So. Mein Kollege da drüben hat sich gerade irgendwie, keine Ahnung, aufgebockt, aber das ist ja nicht mein. Problem, so, weil ich bin halt Profi. Hm. Mir würde sowas natürlich nie passieren. Und deswegen fahren wir jetzt weiter nach. Scheiße, wie hieß das nochmal? Irgendwas mit N, aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Irgendwas mit. Alter. Oh Gott. Norte, jetzt habe ich es gelesen. Weil ich bin halt Profi. Hm. Och man. Bruder, es ist so schwierig. Hier, ich natürlich als Busfahrer hier. Ist auch nicht ganz einfach, mit so kleinen Dingern zu fahren, ne? Weil. Wo ist mein Scheißpedal, ey? Weil bei dem großen, ich fahre natürlich im großen Stil,
Und da ist es ein bisschen anders natürlich. Vielleicht sollte ich auch nicht immer mit Fullspeed in die Kurve. Das würde vielleicht auch noch so helfen. Ich drifte wieder ein bisschen. Aber wie gesagt, kein Ding für den King natürlich hier. Ich habe hier auch noch so eine, also es ist keine Zigarette, aber sieht halt so, das ist Seife halt. Ich weiß nicht, wie schlau das ist. Ist eben, oh Gott, Alter. Alles gut, ja, genau. Bisschen Stimmung hier reinbringen. Nehmen das, ich weiß nicht. Nee, egal, passiert schon nichts. Oh, Alter, aber die ist zu fett. Oh, nee, wir lassen das. Würde zwar vielleicht besser aussehen, aber egal. Ich hoffe, man versteht mich übrigens auch gut, aber ich glaube nicht, dass es so ein Riesenproblem sein sollte mit hier Mikrofon. Wie lange geht das denn noch? Natürlich schon ewig am Fahren. Zum Glück ist noch nicht Nacht geworden, sonst müssen wir anhalten irgendwo. Wobei wir haben halt Lieferungsstress, deswegen wird es gar nicht so einfach, aber egal. Wir würden einfach durchfahren. Echt schön hier. Oh Gott, nein! So, Leute, haben nichts gesehen wieder mal. Es geht hier direkt mit Fullspeed wieder weiter, weil, was schreibt mir denn jetzt, Alter? Hier in Italien, Alter, ich weiß nämlich gar nicht, wo das Städtchen ist hier. Also wahrscheinlich an der Küste. Oh Gott, Alter. Nein, als ob. Bitte nicht. Bitte nicht. Okay, Leute, ihr seht hier, mein weiterer Kumpel hat hier einen Unfall gebaut. Achso, ich sollte vielleicht noch automatisch schalten. Oh, ich habe gar nicht die gleiche. Egal, ich habe nicht. Ich bin ja ein anderer Fahrer jetzt. Gar nicht die gleiche Fracht. Scheiße. Egal. Uns passiert das bestimmt nochmal. Da können wir wechseln. Jetzt aber erstmal weiter. Richtung. Keine Ahnung, irgendwas mit N hieß ja das Dorf. Aber ich weiß halt nicht, wie das heißt. Versteht ihr, was ich meine? Ah, guck, da vorne ist es auch schon ein Dorf. Ich weiß nicht, ob es das Dorf ist. Vielleicht sollten wir uns jetzt wieder ein bisschen normal verhalten. Gehen dafür auch in die First Person wieder. So, wir müssen jetzt hier überbiegen, Alter. Mein Gott. Ja, schöne Stadt hier, Alter. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, welche das ist. Ist das. Ich muss hier kurz auf die Schilder gucken. Norte, wir sind vorbeigefahren. Scheiße. Ja, aber es war doch gar keine Stadt da. Okay, dann ist das hier halt Norte. Okay, dann biegen wir hier runter. Uiuiui. Oh Gott. Für Symbol jetzt. Okay, Fahrverbot, aber natürlich nicht für mich. Weil ich habe hier Zubringerdienst. So, wo ist hier das? Ach, hier, guck. Wie biegen wir da am besten jetzt ein? Warte mal, für das gehen wir vielleicht trotzdem nach außen. Hier rüber. Ja, guck. Passt perfekt. Und dann können wir hier gleich parkieren. So. Ja, ist ja eigentlich gut gegangen, ne? Dann haben wir jetzt hier ausgeladen, Alter. Ich würde sagen, wir bleiben hier noch eine Nacht oder einen Tag und mieten uns ein kleines, schickes Auto. So, wir haben hier jetzt ein etwas älteres Modell am Start. Ihr seht das hier, das Auto. Ich cruise mal hier ein bisschen rum und erkunde mal ein bisschen die Stadt allein. Ein schönes kleines Städtchen. Wir haben noch Zeit bis Abend, bis wir morgen wieder weiter müssen. Und daher würde ich sagen, fahren wir, wie gesagt, einfach ein bisschen weiter hier. Und erkunden hier mal die... Oh Gott. Die Autos sind aber auch heimtückisch, Alter. Dann gehen wir da vorne rein in diese City, Alter. Oh. So, haben wir doch geregelt hier. Eigentlich wollte ich halt hier rein, so. Wir gehen mal hier rüber. Hier war ja doch bestimmt auch noch irgendwas. Okay, hier geht's runter. Oh nein, nicht die Treppe runter. Treppe wieder hoch. Sag das bitte nicht meinem Chef, Alter. Beziehungsweise den Typen, den ich hier das Auto von. Oh, jetzt habe ich ausgemacht, warte. So, Scheiße, jetzt geht das wieder nicht, ey. Leute! So, wir fahren jetzt hier natürlich direkt. Oha, Tokyo Drift, Alter. Hier durch mal. Oh nein, da geht's hier runter. Scheiße, was mache ich denn jetzt, Alter? Oh nein. Guck mal, irgendwie auch nicht in den Rückwärtsgang, Alter.
Scheiße, was mache ich denn jetzt, Alter? Ich glaube, ich muss einfach reinhauen. Leute, nein, ausschalten, Digga. Jetzt weg hier. Leute, wenn es euch gefallen hat, Parkbremse natürlich anziehen, wichtig. Oh, habe ich mir Lastwagen gar nicht gemacht. Egal. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Aber ich muss jetzt wirklich los, Alter. Nicht, dass die mich noch finden. Oh.